Thank you.
gerade direkt bei uns durch die Station. Guck mal, ich bin echt hier genug. Hier, guck mal, wir haben sowas wie einen Plan. Oder?
Gott sei Dank, wir haben ja ein Kaffee und Snack. Geld verdienen. Geld verdienen. Ja, bis später.
Das ist die Kurve.
kleinen schwarzen Strich. Im Hintergrund ist die. Die Doppelte und davor ist der eine Pinner. Das ist die Schule. Da die beiden roten Würfel. Ist Nordstadt. Und links daneben ist ja der mit dem Herkules. Den kleinen Herkules kommt nicht raus. Ja, aber. Das ist hinten. Ja. Das ist rechts rüber ist die Schalterstraße. Da waren früher die Anlagen von Zauberein. Cuánta vegetación para volver a todo lo que han sacado los lo puesto por el esto es el tetraedro. Nein. Siehst du es nicht? Ich sehe es nicht. Also. Vielleicht werden wir das suchen.
yo a un lado y al otro la torre, ¿vale? Tres. A la de ya, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. ¿Otra vez? Tarda un poco, ¿eh? Recuerda. ¿Y cómo, es esa, cómo sale la foto? Ahora te la enseño. Venga, habla atrás. Ha salido movida. Que tienes que estar muy quieto. Estar muy quieto porque hace tres. Venga. Tres, dos, uno, ya. Tienes que dar más los fondos, que se prepara para prepararse. Glasversatz. Und früher war die Zeche, die vor 50 Jahren, 100 Jahren oder wenn man nicht verblasen wollen, aber bei mir vier Glasversatz, das ist ein Gestein, was ich oben getrennt habe, von Kokos in Zentimeter Größe, und große Stücke, die in den Nabelanden, die Zeche
Nationale wurden, kam das Gestein verwendet. Hat ja damals schon die Erfolgverein von 200 da Hochschulhof gehabt und wofür? Also die Flugfälle schafften die Transporte. Das war dann hier, ganz auf die Strecke noch aufgezogen, nach dem Hauptschädel. Ganz, ganz anders gewesen. Diese 12.000, die ich von der 10 KB. Kann man das mal wieder aus dem Kürzeren hervorholen, denn von 1955 bis 1960 ist hier auf Schacht 12 die Förderung umgebaut worden. Und zwar keine Wagenförderung mehr, sondern eine Gefäßförderung, eine Skidförderung, vollautomatisiert. Bei der Wagenförderung haben wir 15.000 bis 17.000 Tonnen Tag. Eine 12.000 Tonnen ja, verwertbare Kohle. Die verwertbare Kohle, die haben wir in der Tag gemacht. Zwischen 10, 12, 13.000 Tonnen. So, dann ist hier die Aufgabe. Dann haben wir also die Schiebeförderung. Man baut in 1000 Meter Tiefe gegen den Schacht. Thank you.
zusammengehalten, und wird in die ersten Anzeigen hoch, und wird der Boot sind, mit Schöpfen, und hat übergekauft. Dann hast du gute Kollegen gehabt, und du hast einen Kollegen gehabt, nach der Arbeitszeit. Du bist dein Weg, ich bin links rum, und du bist rechts rum. Was du gelesen? Für uns hat gepasst, heutzutage, allen Zeug, die auf Gefahr werden, naja, ich würde sagen, wir haben zwei Streitmaschinen. Einmal würde ich sagen, die 100 Jahre, die Kammermänner haben wir hier. Auf der anderen Seite vom Schwert, das ist die ironische, vor 10, 15 Jahre, Winter und Abend. Sonst. So eine Platte halten. Und ich selbst bin in den Weimar mit schwarzen Mann geschickt und zwei Kollegen haben nicht geschafft. Wir waren nur die 15-Jährigen gewesen, also, auf ganz so fein, ganz so fein, wir haben schon die ganze Zeit 8.500 Stunden. Und mehr, die letzten Jahre waren nur
Thank you.
Das ist aber ja Quatsch, weil der ist doch nicht.
Ich habe nicht nachgeguckt, wo das jetzt ist.